One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal, wie ihr den Dumbo als Roll-On spielen könnt. Das heißt, eure Hände spielen die ganze Zeit durch und wir haben hier Taps, das sind stumm gespielte Schläge. Also die Trommel macht keinen Ton, sondern ihr, wie Katzenpfoten berührt die Trommel. Und wir haben Bässe und Höhen. Ich mache euch das Muster nochmal vor. One, two, three, four. Alright, das ist er. Also, jetzt fangen wir mal an. Wir nehmen den Rhythmus mal ein bisschen auseinander, teilen den, damit ihr das Schritt für Schritt lernen könnt. Und zwar die Hände abwechseln. Ich mache alles langsamer. Und das sind alles Taps erstmal, ohne einen Ton von sich zu geben, ja? Dann bewegst du deine Hände in den Bass. Und machst mit der Haupthand, bei mir ist es die rechte Hand, Haupthand und Nebenhand abwechselnd einen Bass. Ich mach mal nur das. Ich mach's mal noch langsamer. Dum, dum, dum. One, two, three, four. Das ist eigentlich die Hauptsache des Rhythmuses. Ich denke, das wirst du schnell erlernen. Folge einfach dem, spiel die Taps und habe zwei Bässe in der Mitte. Die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd weiter durch. Und jetzt die Höhe dazu. Also auch mit der Haupthand geht es runter. Und zwar so. Ich mach's erstmal vor. Drei, vier. Okay, also ich mache es jetzt langsamer und du probierst vielleicht erstmal einfach mitzuspielen oder hörst es nochmal an. Okay. Dum, bum, bum, one, two, three, four. Alright, das ist erstmal das ganze Grundmuster von dem Rhythmus. Ich möchte euch nochmal kurz zur Erinnerung den Dumbo vorspielen, ohne Taps. Ja. Und ich werde auch unten in die Beschreibung einen Link hin tun, wo ihr zu meinen anderen Videos zu dem Dumbo, um den euch nochmal ins Gehör zu bringen. Aber ich spiele euch jetzt mal kurz vor. So, und jetzt das Ganze wieder mit Taps. Bum, budum, ka, bum, buka, da, bum, budum, ka, bum, buta, da. One, two, three, four.
Zeit. Ihr habt gemerkt, am Ende des Rhythmus nach 4 Durchgängen mache ich unten noch mit beiden Händen halt Höhen. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4. 4 Schläge. Die müsst ihr nicht machen. Ja, ich mag das, weil dadurch bekommt der Rhythmus eine lange Melodie, eine lange Aussage. Ja, bum, bedum, ka, bum, bedan, da, bum, bedum, ka, bum, bedan, da, bum, bedum, ka, bum, bedan, da, bum, bedum, ka, bum, da, 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 da. Okay? Ich mach's mal insgesamt vor. Auch etwas langsamer. Dum, 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 dum. 1, 2, 3, 4. Das ist der ganze Rhythmus. Und versteht das bitte als Grundrhythmus. Ja. Ich werde jetzt zum Schluss des Videos noch ein bisschen damit rumspielen, als Inspiration, um euch anzuregen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem Dumbo. Der Dumbo ist ein Dschungelrhythmus, der so die Energie mittags um 12. Alles ist wach. Manche arbeiten, Kinder spielen, manche kochen, essen, manche trommeln und manche liegen noch in der Hängematte. Ja. Aber es ist ein Tagesrhythmus, es ist ein Hey, lass uns was tun Rhythmus. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hier ist Ingo Gutmann. Haut rein. 1, 2, 3, 4.